Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Verzeiht mir bitte mein Aussehen. Es soll aber auch heute nicht um mein Aussehen gehen, sondern um was anderes. Ich möchte jetzt, es ist übrigens, ich möchte das Datum nämlich auch festhalten, es ist der 24. September 2016, wir haben gerade recht früh, also es ist noch nicht mal 7:30 Uhr, 7.15 Uhr. Ich werde jetzt einen Schwangerschaftstest machen, da ich schon seit genau heute eine Woche überfällig bin. Ich habe ihn an dem Tag gemacht, an dem planmäßig meine Periode hätte einsetzen sollen. Da war er negativ. Und ja, jetzt werde ich noch einen machen. Also, ich bin gespannt. Anzeichen kann ich gar nicht so richtig sagen. Also, es gibt schon so ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen darauf hindeuten, dass ich vielleicht schwanger bin. Aber ich weiß es nicht. Also, ich bin mir so unsicher. Also, manche sagen, ich habe da so ein Gefühl, aber ich habe eigentlich kein Gefühl. Also, wo ist denn mein Test? Ah, hier. Viola-Schwangerschaftstest machen. Ich werde mir auf jeden Fall mal schnell durchlesen. Ich habe zwar Schwangerschaftstests gemacht, aber trotzdem, ich weiß nicht, lese ich mir trotzdem immer mal ganz kurz durch, beziehungsweise hinten. Dann werde ich diesen Test machen und ja, natürlich ohne Kamera, aber wir sehen uns gleich. So, ich habe, es tut mir leid, dass es so laut ist, aber ich kann es nicht ändern. Auf jeden Fall habe ich den jetzt gemacht. Ich habe währenddessen hier das Bett bezogen und jetzt ist es, sind die paar Minuten, keine Ahnung, schon um. Und jetzt gehen wir runter ins Badezimmer und schauen uns das gemeinsam an. Irgendwie bin ich nervös, aber ich war beim ersten Mal, also bei Leas, also in Leas Schwangerschaft, viel nervöser. Jetzt ist es, geht's. Also, los geht's. Ich glaube, ich sehe zwei Striche. Ja. Ich bin schwanger. Wartet mal. Oh mein Gott. Ja, ihr seht es auch deutlich hier. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Leute, wir bekommen ein Baby. Oh mein Gott. Ich muss kurz mal die Kamera ausmachen. Ich melde mich aber gleich wieder. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Oh mein Gott. Ich melde mich gleich. So. Ich hab's jetzt mal so ein bisschen realisiert, dass ich schwanger bin. Ich glaub's nicht, aber ich freue mich wirklich sehr. Wir haben's, beziehungsweise wir wollten's, also wir haben uns letzten Monat entschieden, nach dem Urlaub halt, also im August. Und es hat gleich geklappt. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt stillhalten. Also, ich bin voll verwirrt, verzeiht mir. Auf jeden Fall niemandem was sagen. Ich werde nächste Woche noch einen Test machen. Und dann an dem Tag rufe ich auch gleich die Frauenärztin an. Ich möchte auch nämlich den Frauenarzt wechseln, dass wir mal gucken, wie das alles wird. Und ich würde mir gern für die Woche drauf einen Termin ausmachen. Und dann müsste man auf jeden Fall was sehen. Oh Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Die
Ich kann es nicht glauben. Ja, hoffen wir mal, dass alles gut geht. Und ja, ihr könnt mich in so einem Moment begleiten. Das ist ein Wahnsinn. Auf jeden Fall werde ich es auch meinem Mann nicht sagen. Da möchte ich eine kleine Überraschung machen. Mal gucken. Also ihr werdet das alles noch mitkriegen. Ich werde Videos auf jeden Fall drehen. Hallo meine Lieben, heute ist Mittwoch. Ich habe hier den Clear Blue. Und ich werde jetzt gleich den Test machen. Das ist der nicht mit Wochenbestimmung, sondern der, wo drauf steht, schwanger oder nicht schwanger. Ich mache den jetzt. Bis gleich. Okay, jetzt ist eigentlich sicher, ich bin schwanger. Deutlicher geht's, glaube ich, gar nicht. Könnt ihr das überhaupt lesen? Ja, ich glaube schon. Wahnsinn. So, ich werde heute noch meinen Frauenarzt anrufen. Ich bin echt aufgeregt. Gott, wir bekommen ein zweites Baby. Okay, ich werde heute meinen Frauenarzt anrufen und dann mache ich einen Termin. Ich nehme euch aber jetzt noch im Video noch ein bisschen mit, dass es war es jetzt nicht für euch. Also, wie spät. Es hat echt schnell geklappt. So, ihr Lieben, wir haben noch immer Dienstag. Also ich habe heute früh den Test ja gemacht. Den von Clear Blue, der schwanger war, beziehungsweise schwanger angezeigt hat. Ne? Gott, ich bin jetzt Treppen hoch und bin ein bisschen aus der Puste. Ich und sportlich. Naja. Ich möchte euch jetzt noch. Ich habe heute einen Frauenarzt angerufen, einen Termin ausgemacht. Nächste Woche am Donnerstag habe ich den Termin, also den 6.10. glaube ich, ist der Donnerstag. Und ja, ich werde euch an dem Tag noch mitnehmen. Meine Liebe, ich fahre jetzt zum Frauenarzt. Und ich werde jetzt schauen, ob ich wirklich schwanger bin. Ich habe natürlich diese zwei Tests gemacht, aber ja, natürlich brauche ich zuerst braucht man eine Frauenarztbestätigung und das möchte ich jetzt erledigen und da nehme ich euch noch mit und dann war es das für dieses Video. Ja, ich bin sehr gespannt. Lea ist noch hinten mit dabei. Ich hole jetzt meine Schwester ab, damit sie einfach mit Lea ist, solange ich ja, drinnen bin. Also, bis gleich. Die Fruchthülle in der Gebärmutter. Und ganz unten, da ist jetzt ein Ringel. Das ist der Doktor sagt, das ist das erste, was das Zwerge ein bisschen ernährt. Und unterhalb hier, wenn wir dann schauen, okay. Diese winzige Struktur mit wahrscheinlich 2 mm, aber da habe ich schon was gesehen. Da! Dieses Punktel, was da kommt, das ist ein Wahnsinn. Das Zwerge da unten und wenn Sie da ganz genau schauen, dann in der Bewegung, da ist dann da schon eine Herzaktion. Jetzt habe ich alles auf ruhig, gell? Okay. Das ist aber, warten Sie mal, das ist wirklich, müssen wir schauen. Ja, da flinkert was, ja stimmt. Unten an dem Kreiseldarm, da flinkert es. Okay. Ja, also wirklich. Na, ganz knapp, dass wir es schon sehen. Ein Tag früher wahrscheinlich oder zwei. Wer hätte noch nichts gesehen? Ja. Aber wenn es da hinschauen.